Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Da haben wir gestern einen kleinen Stream gemacht, haben da so ein bisschen den Mond abgeräumt. Sind auch gestorben, weil das Unterwassertempel war und keine Luft mehr hatte. Aber all in all sind wir ganz gut weitergekommen. Wir haben unser Schwert auch mal hier auf Manualin-Basis hochgestuft. Haben also das andere Schwert rausgetan, weil das da hier doch ein bisschen krasser ist, wie wir schon sehen. Und weil jetzt gerade Nacht ist, würde ich gerade die Gunst der Stunde nutzen, einfach mal eine Runde hier durch die Gegend zu flattern. Und ja, die Zombies ein bisschen klatschen, um so ein bisschen XP zu sammeln, um ja auch den Level des Schwerts abzugraden. Und zu genießen, wie das einfach butterweich durch jedes Monster, was hier irgendwo ist, mit einem halbwegs gezielten Schlag komplett durchflattert. Komm, tötet den Creeper. Ich will den Schalter da haben. Komm, tötet ihn. Okay, sie schaffen es nicht. Also wir sehen schon, weil wir müssen ja nicht mal an die Viecher rankommen. Wir können ja aus 10 Kilometern Entfernung draufhauen. Und alles geht putt. Das ist das Geile, ne? Tot. Da ist ein Dorf von einem Zombie. Den hätten wir auch wieder heilen können, aber warum soll ich das tun? Das ist ja langweilig. Wir sehen schon, das ist halt hart, das Schwert. Und wir leveln das gerade mal so ein bisschen hoch. Dann haben wir einen neuen Level bekommen. You feeling comfortable handling this Ding hier. Dann können wir da halt noch mehr draufhauen, glaube ich. Ja, comfortable, das haben wir hier. Also wir sehen schon, dass das schnellert auf jeden Fall rein. Das hat halt schon so ein bisschen Wumms, das Ding. Wir können mal gucken. Wir könnten in der Hölle ein paar Blazes farmen gehen. Gibt euch auch gut XP. Und irgendwas Feuerfestes mitnehmen. Aber wir haben eine feuerfeste Rüstung ja bekommen. Genau, ich hätte mich auf dem Mond noch so ein paar Dinger gefunden. Da haben wir jetzt hier Schusssicherheit und Feuerschutz auf unserer Rüstung drauf. Das heißt, die sind easy gegen Feuer noch ein bisschen protected. Also nicht ganz krass, aber wir sind so ein bisschen. Wir fahren hier einfach Köpfe ohne Ende. Alles klar. Ich springe auf den oben drauf. Zack, Kopf weg. Easy. Easy. Guck mal, ich lande. In der Sekunde sind die Dinger tot. Guck mal, ich berühre den Boden noch nicht mal. Ich bin noch nicht ganz am Boden und dann paff, alles tot. So muss es dort sein. Dort, genau. So muss dort sein. So. So, jetzt haben wir hier ganz viel Zeug drin. Und Witz, ich würde echt mal sagen, wir gehen mal ganz kurz Richtung Hölle. Und machen wir da mal so eine Quick Farming Area. Wobei, ich habe vielleicht irgendwas gegen Feuer dabei. Feuer. Hier, gut. Ist kein Bock, einen Braustand zu eröffnen wegen ein bisschen Blaze-Feuer. Weil ich meine, die dürften mir auch one-hitten. Ich glaube, die haben ja so viel Leben wie ein Creeper. Ungefähr. Also, ja, das dürfte da auch einigermaßen wie Butter durchgehen. Ich muss noch kurz überlegen, wo die Festung hier war. Aber wir hatten nämlich jetzt keinen Punkt mehr drauf gesetzt, weil die Karte ja auch hier. Also nicht die Karte, sondern die, die Journey Map war ja, wurde gelöscht oder resettet. Ich glaube, das war aber hier hinten in der Ecke, oder? Dieses Geräusch. Okay, ich glaube, in der Ecke war es dann doch nicht. Hier ist alles, aber keine Festung. Gut. Ich wollte gerade sagen, einen Checkpoint haben wir doch, aber da können wir eine Runde rumfliegen. Rubbel, ne? Gucken, wie viel Level haben wir jetzt? Schon wieder 368. Weil dann können wir das auch, glaube ich, auch ein bisschen hochleveln noch. Das sind drei Schläge. Drei fucking Schläge hat es gebraucht, um den Enderman zu killen. Drei. In Zahlen. Drei. Holy shit. Kann man machen. Das ist auf jeden Fall nett, würde ich mal sagen. Das ist nett. Und da ist die Festung, die ich gesucht habe. Ist doch eigentlich gar nichts zu übersehen, diese Festung, die hier so unverkennbar in einem Berg steht. Respekt eigentlich, dass ich die übersehen habe. So dieses Geheul oder was das ist. Ist ja ekelhaft. Oder Skeletten-Skill. Skill-Falk, ne? Skeletten-Dingens. Zwei, drei Schläge weg ist der. Ist so nice. So, haben wir jetzt hier mal irgendwo. War da irgendwo so ein Blaze-Spawner oder nicht? Wo war der denn? Der war doch hier oben drüber. Hier war das der, ne? Da hier. Da ist doch überall was. Zwei Schläge.
Hey, die kommen einfach nicht an mich ran. Oh, jo. Ey, alle sind tot, bevor irgendwas passiert, alle sind tot. Wir können uns gleich mal eben aus Spaß einen Wither holen. Just for fun. Guck mal. Die Spawn der Sekunde, wo sie gespawnt sind, fallen sie schon wieder auf den Boden, weil sie tot sind. Sad life. Hier ist auch noch ein Spawner für Blazes. Was haben wir da unten noch? Nochmal so ein... Ah, guck an. Mal einer von den Kollegen. Schade. Alle weg. Oh, guck mal hier. Zack, auch wieder gegrillt. Das ist doch nice mit dem Werkzeug hier. Das ist doch... Damit kann man doch mal arbeiten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir noch mal kurz ein bisschen neues Kobalt und Ardite mitnehmen, weil... Brauchen wir ja für die Reparatur des Schwerts, weil das ja jetzt auf Ardite-Basis läuft. Auf Manulin-Basis, nicht Ardite, Entschuldigung. Halt ein Ticken teurer, aber dafür sehen wir ja auch, was damit möglich ist. Ne, so. Nur so ein paar One-Hits austeilen kann man auch nicht mit jeder Waffe. Vor allem nicht mit jedem Material von jeder Waffe. Weil hier fehlen mir so ein bisschen die... Oder das Skeleton Skulls, weil ich jetzt doch gerade Bock bekomme. Ach, komm, haben schon alle. Ach, perfekt. Gar nicht gesehen. Nitro Creeper oder sowas auch weg. So, dann haben wir alles, was wir brauchen. Machen wir mal Special-Folge. Machen wir mal von oh, Spaß und Wither. Ich meine, warum nicht? Wer sagt, das geht nicht? Oh, guck mal, wer da ist. Hui. Ist einfach instant auch abgestorben. Das war ein Wild. Deine Finger kribbeln selber, mag es heißen, vielleicht, dass etwas inspiriert hat. Nein, definitiv nichts inspiriert. Ein Wisskristall, okay. Jo. Einfach alles am Schnetzeln mit dem Ding. Was ist los? Dass so ein Schwert erlaubt ist, Hilfe. Ah, komm, wir auch noch ganz klein bisschen XP, dann kommen wir mal her. Gucken wir uns doch nochmal diese kleinen süßen Dinger hier unten an. Vor allem sind das Slime-Inseln, sehe ich jetzt erst. Gar nicht gewusst, dass es in der Hölle auch Slime-Inseln gibt in dem Sinne. Komm. Ja, verbrenn meine XP ruhig, super. Ich meine, ich werde jetzt keinen Zombie-Hitman anhitten. Weil dann ist die ganze Hütte ja am Brennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jo. Was war das? Explodierende Fledermaus. Jetzt haben wir nochmal hochgelevelt. What? Tot. Da liegt es. What a fool. Ja, ich habe dich angegriffen und getötet. Upsala. Das war jetzt aber auch ein Versehen. Ich wollte dich doch gar nicht töten, dich Demon's Soul. Mission C4 Creeper, weg. Explosive Fledermaus, weg. Easy, Alter, easy. Kuh, weg. So. Nachdem wir jetzt unser Schwert doppelt gelevelt haben, können wir ja mal eben Richtung nach Hause laufen und dann mal aus Spaß uns eben einen Wither besorgen. Wither besorgen. Ich meine, wir haben auch einen OP-Apfel da. Dürfte eigentlich gar keine. Das dürfte echt kein Problem sein, den einfach zu klatschen, den Wither, ne? Jo. Genau. Wir brauchen. Wenn wir noch die Goldäpfel, ne? Wir haben ja noch OP-Äpfel, zwei Stück. Wir haben normale Goldäpfel, wir haben den Teleportations-Stuff. Wir haben so viel Zeug, was man benutzen kann dafür. Und haben auch Seelensand. Und möglicherweise kann unser Schwert nochmal hochleveln. Ach, guck an. Zwei weitere Modifikatoren. Schön. Da würde ich doch sagen, ist angebracht. Smaragd. Just for fun, weil das auch noch mal irgendwie was steigert. Ja, steigert halt geringfügig die Haltbarkeit. Und wir könnten noch drauf tun. Ist Redstone schon drauf? Ich glaube, Redstone kann auch drauf tun. Oder halt, wir können halt auch Schärfe oder Redstone. Wir nehmen mal Schärfe. Auf 17 gepolt. Haha, nice.
müssen wir halt mal demnächst mal ein bisschen Quarz farmen. Weil wir können auch, glaube ich, den Digital Miner auch, glaube ich, dahin stellen. Das haben wir einfach 17,8 Schaden. Ist halt schon eine Hausnummer, kann man sagen. So, mit dieser Hausnummer gehen wir jetzt mal möglichst weit weg in irgendein schönes Ödland, was hier irgendwo sich befindet. Wo befindet sich mein Ödland? Ist doch irgendwo so eine, da, so eine Fläche mit gar nichts. Aus dieser Fläche mit gar nichts machen wir jetzt eine Fläche mit gar nichts, aber vielen Löchern, weil, ja, nennt sich halt, ne, nicht umsonst Wither, weil der ist halt ein bisschen böse, so. Ich dachte gerade für eine halbe Sekunde, das Ding würde mich jetzt auf den Boden zerschmettern lassen. Aber dem war wohl nicht so. So. Machen wir den mal ganz kurz. Haben wir sonst nichts zu tun, gerade, ne? Machen wir mal kurz hier den Wither. So als Special Care. Fressen uns schon mal einen Goldapfel rein. Und dann. Okay. Da ich nicht weiß, ob der ganz krass wird, ja. Komm. Mach das kurz jetzt, komm, komm. Ich sag mal so, das war jetzt eine lustige Option. Das ging jetzt etwas schneller, als ich gedacht habe. Kann man mal machen, so aus Spaß, ne? So an einem Wochenende mal eben kurz so wieder klatschen, aber gut. Und mehr als XP und Stern kommt da nicht raus? Das ist ja jetzt schon ein bisschen mager, die Ausbeute ist. Das ist immer ein bisschen spannender. Aber gut, Rüstung hat ein bisschen gelitten, aber komm, bei dem, was ich da gemacht habe, hätte die eigentlich ruhig ein bisschen mehr leiden können. Was kann ich denn damit schon anstellen mit dem Ding? Ich könnte mir ein Endcrystal bauen. Ich kann mir ein Leuchtfeuer bauen. Ich kann mir ein Fusionscrafting-Rezept bauen. Ich kann mir ein Blutaltar bauen. Ich kann mir Zeug machen. Ich kann ein Fusion-Crafting betreiben. Ich kann es auf Reparatur verzaubern lassen. Ich kann es terraformen lassen. Ich kann es verzaubern. Oder einfach verheizen. Was kann ich noch? Ich kann Magic Snow Globe bauen. Ich kann mir Dragon Egg Mill bauen. Ich kann mir Nether Star Generator bauen. Ich kann mir Optimum Core irgendwas. Noch irgendwas. Noch irgendwas. Interdimensionales Upgrade. Was kann das denn wohl? Und Wither Builder. Die Dinger konnte ich mir auch herstellen. Gut. Ja, es wird schon irgendwas Krasses damit sich bauen lassen. Aber naja. Packen wir mal weg. War jetzt nicht so wild. Ne? Deswegen, gut, und wo ich gerade diese Hacke hier sehe, wir könnten tatsächlich uns mal auch noch bessere Hacke bauen. Auch noch auf Manualin Hochstufen. Auf Manualin Hochstufen. Gucken, was so möglich ist. Wir können mal das Zinnerz da unten noch schreddern lassen. Da müssen wir, glaube ich, noch manuell reinlegen. Weil es sonst nicht in die Maschine reinkommt. Und ja, wir sind Keks, freuen, dass das so einfach war. Hier haben wir schon mal 20 von unseren komischen Platten. Dann brauche ich mal kurz das meteoritische Eisen. Auch schon mal machen. Rakete 2. Genau, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 10. Schon mal nur so ganz normal. Das heißt, wir können jetzt schon mal 10 Stück davon jetzt schon mal hier in die Produktion geben. Beziehungsweise wir müssen erstmal, glaube ich, die auch zu Platten machen, ne? Ach, okay, das war die billige Version. Okay, gut. Dann brauchen wir nochmal für die Nase normale. Okay, hier brauchen wir bei den Boostern brauchen wir 2 normale gepresste Dinger. Die Finnen bleiben unverändert. Triebwerk Stufe 1 ist auch unverändert. Das heißt, wir können das Ganze komplett einfach schon hier kompressen. Weil auch für die Lüftungsdinger brauchte man, soweit ich das weiß, ja auch gepresst. Also kann einfach alles schon durchgepresst werden. Macht nichts. Und wir können auch schon mal die nächsten Platten herstellen. Wunderbar, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Das ist nächste Folge. Können wir dann vielleicht schon sogar Richtung Mars aufbrechen. Und hoffen, dass wir dann da glücklich werden, uns eine Basis aufbauen und auf dem Mars leben. Wie Mark Watney im Marsianer. Nur vielleicht essen wir nicht aus scheiße gezogener Kartoffeln. Wir essen Steak. Leckeres, frisches Steak. Deswegen, ja. Du wachst aus einem merkwürdigen Traum auf, du schiebst schnell auf.
Was? Letzte Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Im Traum habe ich diese merkwürdigen Kristalle, ich habe sie zusammen mit etwas Redstone an der Schüssel, einem Feuerstein zermahlen. Die Kristalle mussten unterschiedlich sein, aber ich mischte sie korrekt. Ergaben sie ein merkwürdiges schimmerndes Pulver. Der Traum nahm das Pulver. Mühriger, aber der Traum endete, bevor ich versehen passiert und frage mich, ob das Traum irgendwas. Wir können mit dem Buch irgendwas machen. Yay. Aber nicht jetzt. Machen wir dann nächstes Mal auch mal irgendwann. Und ja, euch erstmal noch einen schönen Tag. Haut rein. Heute Abend wahrscheinlich ganz schön guten langen Gommel-Stream. Und ja, bis dahin. Ciao.